Later King ist ein Pokémon mit dem Typ Normal, existiert seit der dritten Spielgeneration und entwickelt sich aus Mundtier, welches sich selbst aus Bummels entwickelt. Later King ist ein großes zweibeiniges und primatenähnliches Pokémon, das hell und dunkelbraun, weiß sowie rosa auftritt. Der Großteil seiner Behaarung sowie ein kleiner Bereich unter den Augen sind dabei dunkelbraun. Das Fell am Kopf und Brust ist dagegen weiß. Hände und Füße wie auch der Bauch und das Gesicht, somit die unbehaarten Körperteile, weisen eine hellbraune Farbe auf. Schließlich hat das Pokémon eine rosa gefärbte Nase. Later King hat eine äußerst massive und massige Gestalt, auch weil es meist in liegender Haltung erscheint, wirkt sein Körper vielleicht gerade deshalb sehr breit gebaut. Der Körper wird vor allem durch die sehr breite Stirn dominiert. Die relativ kleinen Augen bestehen aus weißer Lederhaut und sehr kleinen schwarzen Pupillen. Das Pokémon hat eine breite Nase und einen ebenfalls breiten Mund, aus dem zwei spitze Zähne ragen. Die langen Arme verfügen an den Händen über je 5 Finger, die Beine sind etwas kürzer und die Füße verfügen über je einen kleinen Zeh. In der Shiny-Form sind die dunkelbraunen Körperbereiche minimal dunkler, die ansonsten weiße Behaarung ist beige gehalten und die Nase ist orange. Later King ist ein allgemein überdurchschnittlich starkes Pokémon, dessen Statuswerte mit denen von legendären Pokémon vergleichbar sind. Besonders herausragend ist seine hohe Robustheit, seine Schnelligkeit und seine Stärke, welche vor allem bei physischen Attacken zur Geltung kommt. So setzt es hauptsächlich physische Attacken des Typs Normal ein, indem es Dreschflegel oder Zermürben einsetzt, schlägt mit der Kampfattacke Hammerarm zu oder nähert sich dem Gegner, um diesen dann mit der Unlichtattacke Finte zu schaden. Later King besitzt die Fähigkeit Schnarchnase, welche seine Faulheit widerspiegelt. Diese bewirkt, dass das Pokémon sich häufig entspannt und so nur jede zweite Runde erfolgreich eine Attacke einsetzen kann. Later King ist das faulste Pokémon der Welt. Es liegt den ganzen Tag rum und tut nichts. Man sagt, es sammelt währenddessen eigentlich Energie, denn wenn man von diesem Müßig-Pokémon angegriffen wird, so stellt es sich als äußerst stark heraus. Later King ernährt sich von Gras, welches sich in seiner Reichweite befindet. Dabei liegt es bäuchlings auf dem Boden und frisst alles weg, sodass die ganze Fläche einen Meter um es herum hinterher kahl ist. Dann sucht es widerwillig ein anderes Plätzchen mit frischem Gras. Unter Bäumen mit reifen Früchten kann man oft eine ganze Schar Later King antreffen, welche darauf wartet, bis die Früchte herunterfallen. Dabei ist Later King der letzte Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich aus Mundtier, welches sich wiederum aus Bummels entwickelt. Alle Pokémon dieser Entwicklungsreihe sind faultierähnliche Wesen. Im Laufe seiner Entwicklungen wird der Körper des Pokémon voluminöser und größer. Bummels gilt als sehr träges Pokémon und auch Later King gilt als das faulste Pokémon der Welt. Sobald es jedoch die komplette angestaute Energie auf einmal einsetzt, ist es ihm möglich, kräftigste Angriffe zu tätigen. Die Voraussetzung für diese schafft die Entwicklung, da sie den Körper zu einer kräftigen Statur verändert. Auffällig ist, dass Bummels und Later King ein braunes Fell besitzen und sehr träge sind, während das Fell der Zwischenstufe Mundtier weiß ist und dieses Pokémon unter Ruhelosigkeit leidet, sodass es, wenn es sich nicht bewegt, in einen unerträglichen Stress fällt. In den Spielen wird die Entwicklung von Bummels zu Mundtier durch das Erreichen von Level 18 ausgelöst und von Mundtier zu Later King durch das Erreichen von Level 36. Mit dem Typ Normal ist Later King immun gegen Geistattacken, den doppelten Schaden gegen Kampfattacken und der Rest macht normalen Schaden.